Herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV. Wir sind heute hier beim Planet Eater Summer Camp. Neben mir der Organisator und Chef Planet Eater, Peter Sobotta. Peter, das Summer Camp ist fast vorüber. Zieh doch mal bitte für uns Resümee. Ja, zuerst einmal cool, dass ihr vorbeigekommen seid, um hier das Ganze ein bisschen so dokumentieren. Gut, dass ihr gekommen seid, weil es ist wirklich was ganz Besonderes, was wir hier jedes Jahr auf die Beine stellen. Wir machen einmal im Jahr ein großes Trainingslager für Profikämpfer. Hier kommen Kämpfer aus allen möglichen Ländern Europas hin. Also dieses Jahr haben wir 7 oder 8 Länder sind vertreten, wirklich aus allen Ecken und Enden Europas, haben sich hier Top-Kämpfer zusammengefunden. Wir haben mehrere UFC-Kämpfer, Bellator-Kämpfer, KSW-Kämpfer und so weiter und so weiter. Also ein extrem hohes Niveau auf der Matte. Wir trainieren die ganze Zeit zusammen, lernen voneinander und es ist einfach auch drumherum einfach nur eine geile Zeit. Diesmal haben wir als Gasttrainer Ernesto Host verpflichtet. Eine lebende Legende. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Kampfsport beschäftigt, kennt den Namen. Ist natürlich sehr cool, dass er da ist. Er zeigt uns viele gute Sachen, viele interessante Trainingsmethoden. Ja, ein rundum gelungenes Event und heute werdet ihr ja noch ein paar Videos sehen von unserem Training. Genau. Ich habe ein paar Bilder gesehen, die ihr auf Facebook gepostet habt vom Anfang der Woche. Da war ja doch einiges los. Wenn das jetzt so weitergeht, im nächsten Jahr müsst ihr ja fast hier die Halle erweitern, oder? Ja, den Stress mache ich mir nicht mehr. Das ist ja mittlerweile das zweite Gym, was ich habe und es ist einfach viel Arbeit, so ein Ding aufzubauen. Ich habe mir gesagt, das war's jetzt. Also zumindest solange ich noch aktiv kämpfe, werde ich mir dann nicht mehr zusätzlich die Arbeit machen, dass ich mich noch um solche Sachen kümmere. Deshalb nein. Und auch die Teilnehmerzahl ist eigentlich ein bisschen zu viel. Letztes Jahr haben viele abgesagt kurzfristig, deshalb habe ich dieses Jahr mehreren Leuten zugesagt. Wir haben trotzdem noch über 40 Leute auf der Warteliste gehabt, aber dieses Jahr sind alle gekommen und deshalb sind wir jetzt morgens bei den Einheiten so circa 45 bis 50 Leute, was eigentlich schon ein bisschen zu eng ist. In den Sparringszeiten abends teilen wir die Gruppe dann eben auf nach Gewichtsklassen und dann geht's. Dann sind dann maximal 4 bis 5 Pärchen auf der Matte. Das ist in Ordnung. Da kann man dann auch ordentlich trainieren. Wenn du jetzt vor allem mit organisatorischen Dingen hier auch beschäftigt bist und selber auch noch, glaube ich, ein paar Kurse fast schon noch gibst, weil ihr auch eine Open Mat habt und sowas, kannst du dann auch wirklich noch viel davon profitieren, von dem, was hier gezeigt wird? Ja, natürlich. Also für mich ist die Summer Camp Woche auch immer, wie gesagt, was ganz Besonderes und natürlich eine sehr intensive Zeit, weil ich zum einen der Gastgeber hier bin und der Organisator, auch der Trainer und eben auch ein Teilnehmer von dem Ganzen. Ich nehme das Ganze mit, also ich bin von morgens bis abends auf den Beinen unterwegs, was man mir vielleicht jetzt am Donnerstag am 4. Tag schon ein bisschen anmerkt und ansieht. Ich bin natürlich müde, aber es ist immer eine der geilsten Wochen des Jahres und absolut geil. Also was Training angeht, was einfach auch Kontakte angeht, aber auch der Spaßfaktor kommt nicht zu klein. Es sind so viele coole und besondere Persönlichkeiten hier und die alle versammelt in einer Woche bei mir im Gym. Ist einfach eine geile Sache. Sehr schön, sehr schön. Dann kommen wir jetzt vom Summer Camp auf deinen nächsten Gegner zu sprechen. Das findet zwar im Winter statt an und für sich, aber in Australien ist ja der Sommer um die Uhrzeit. Und zwar triffst du bei UFC 193 am 14. November, Live of Maxdome, auf Kylie Minogue oder so ähnlich zumindest, Kyle Noke. Sergio Moraes ist es jetzt leider nicht geworden. Ist es da eher ein bisschen Enttäuschung, dass du doch nicht auf diesen Grappler jetzt treffen kannst? Oder denkst du dir, Kyle Noke hat auch einen guten Namen und dann klatsche ich den weg und danach ist es halt doch wieder Moraes, der dran ist? Also ich muss sagen, ich sehe die ganze Sache positiv. So, ich habe ein paar Termine von der UFC bekommen, wo ich hätte kämpfen können. Einer davon war Sao Paulo, Brasilien. Habe natürlich gleich zugesagt, weil ich weiß, dass es die Heimatstadt von Sergio Moraes ist. Der Gegner, gegen den ich schon hätte zweimal kämpfen sollen, wo es aber zweimal nicht zustande gekommen ist. Ich dachte, wenn ich zu ihm in die Stadt komme, kann er nicht abhauen. Dann hat aber die UFC gesagt, dass die Fightcard eben schon voll ist und man hat mich auf die Fightcard in Melbourne, also in Australien, eine Woche später geschoben. Zuerst habe ich gedacht, ja, ist nicht so cool. Aber jetzt habe ich gehört, dass es in einem riesigen Stadion sein soll. Es soll die größte UFC-Show aller Zeiten sein, also mit 70.000 Zuschauern, was natürlich eine phänomenale Sache ist, vor so vielen Leuten zu kämpfen. Das ist bestimmt ein großartiges Erlebnis. Aber ich will es auch nicht überbewerten, weil es ist der nächste konsequente Schritt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, alle meine Fights in letzter Zeit gewonnen. Ich bin seit 5 Jahren ungeschlagen. Deshalb verdiene ich es auch, auf einer großen Fightcard zu stehen und in einem großen Stadion vor vielen Zuschauern zu kämpfen, um beweisen zu können, dass ich auch gegen einen gestandenen UFC-Veteran wie Kyle Noke eben bestehen kann.
Ja, also du sprichst die Gegner an. Es gibt ja doch ein paar Stimmen, die in letzter Zeit mal wieder am Meckern sind an den Gegnern, die du jetzt seit deiner Rückkehr in der UFC bekommen hast, die auch Nick Hein bekommen hat, seit er in der UFC ist. Glaubst du, mit Kyle Noak kannst du diese Kritiker endlich zum Schweigen bringen oder ja, wird es dann trotzdem noch weitergehen? Ja, es geht immer weiter. Also ich meine, man kann sich ja John Jones angucken. Er hat ja wirklich alle weggehauen und trotzdem hatten die Leute immer einen Grund, dass er nicht wirklich gut ist. Oder Chris Weidman. Das ist ein noch besseres Beispiel, Mittelgewichtschampion. Es gibt immer irgendwie, wenn die Leute einen nicht mögen oder die Leute einfach irgendwie Neider oder Hater sind oder was weiß ich. Es gibt immer Gründe, die man finden kann, weshalb irgendwie was nicht passt. Ich entscheide nicht, gegen wen ich kämpfe. Die Gegner, die mir vorgesetzt wurden in den letzten Jahren, habe ich alle weggehauen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass das Gleiche mit Kyle Noak passieren kann, was irgendwelche Leute sagen, das geht mir am Arsch vorbei. Du hast, als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, das war im GMP Radio Podcast, da hast du gesagt, dass du vor allem an deinem Stand-up gearbeitet hast, auch durch deine Verletzungen zwangsweise nicht so viel grappeln konntest. Werden wir das Stand-up jetzt auch gegen Kyle Noak sehen oder sehen wir dann doch eher den klassischen Grund- und Boden-Peter, sag ich mal? Nö, ihr werdet den kompletten Kämpfer sehen. So die Tage, wo ich ein reiner Grappler war, die sind vorbei. Das habe ich auch in meinen letzten Kämpfen gezeigt, dass ich boxen, kicken und ringen kann. Ich denke, dass ich trotzdem am Boden immer noch ein bisschen besser bin als im Stehen, aber wie gesagt, jetzt arbeite ich gerade, jetzt fange ich an mit der Wettkampfvorbereitung, schaue, dass ich einfach in Topform zum Kampf auftauche und mir ist es egal, ob der Kampf im Stehen oder am Boden ist. Ich denke, dass ich Kyle Noak in jeder Distanz besiegen kann. Ich bin jünger, ich bin schneller als er, ich bin dynamischer als er, ich habe bessere Reaktionen als er. Er macht quasi, er ist gefährlich, aber er bringt nur Einzelschläge. Ja, ich denke, er muss ein bisschen früher aufstehen, um mich damit zu erwischen. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass ich den Kampf auch vermutlich vorzeitig gewinnen kann. Das hört sich ja sehr gut an. Und damit das ja auch klappt, hast du ja schon bei uns angekündigt, dass du die letzten 4 Wochen, bevor der Kampf losgeht, auch schon in Australien verbringen wirst und dich darauf vorbereiten wirst. Wen nimmst du da mit und wo bereitest du dich davor? Also die Vorbereitungen gehen quasi jetzt eben in dieser Woche los. Ich habe jetzt bis Montag kein Sparring gemacht seit meinem letzten Fight, habe mich eben auf andere Sachen vom Training konzentriert, eben auch viel unterrichtet. Deshalb waren so die ersten paar Sparring-Sessions ein bisschen anstrengender für mich, weil ich erst wieder mein Timing finden musste. Aber ich fühle mich jetzt gegen Ende der Woche schon wieder richtig gut. Am Montag fliege ich nach Thailand und werde einen Monat in Koh Samui trainieren. Mich dort natürlich eher auf mein Striking konzentrieren. Komme dann zurück, bin dann nochmal 2 Wochen ungefähr hier. Dann geht's zu UFC nach Dublin, weil ich da in der Ecke von Krzysiek Jotko bin. Und direkt von Dublin geht's dann quasi nach Australien, wo ich noch einen Monat habe, um mich auf den Kampf vorzubereiten. Da nehme ich meinen guten Freund und Trainingspartner Jesse Nayari mit, auch deutsches Weltergewicht. Eben um einen konstanten Sparringspartner zu haben, der eben auch so relativ well-rounded ist, wie eben mein anstehender Gegner. In Australien gibt es auch noch ein paar Leute, mit denen man trainieren kann. Nimm noch meinen Trainer Yasin mit und wir machen dann mit einem Dreier-Team hin, rüber nach Australien. Noch ein paar Kumpels kommen von mir mit dazu, aber die dienen eher der mentalen Unterstützung, sag ich mal. Wir haben auch schon ein Gym ausgeguckt, wo wir trainieren werden, aber jetzt genau wie das heißt, habe ich jetzt im Moment nicht im Kopf. Okay, also wird es dann darauf hinauslaufen, dass es dann trotzdem die, sag ich mal, dir bekannten Routinen sind, die du halt einfach in einem anderen Gym und auf einer anderen Matte durchziehst? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon ein paar Jährchen in diesem Geschäft drin und ich habe ein bisschen meine Einstellung geändert zum Training. Habe früher jederzeit und gerne mit jedem auch harte Sparring gemacht, war aber ein bisschen vom Verletzungspech quasi geplagt. Wobei man nicht sagen kann Pech, weil ich meine, ich bin ja verantwortlich für meine Handlungen. Ich habe mich öfter verletzt, vor allem im Sparring mit fremden Sparringspartnern, weil die übermotiviert oder teilweise dumm waren und einfach verrückte Aktionen gemacht haben, die zu Verletzungen geführt haben. Das will ich so kurz vor einem wichtigen Kampf natürlich vermeiden und nehme mir dementsprechend Leute mit, mit denen ich gewohnt bin zu trainieren, mit denen ich gewohnt bin zusammenzuarbeiten und wo ich auch weiß, dass da die Chance, Verletzungen abzubekommen, relativ gering ist. Sehr schön. Abschließende Frage jetzt von mir. Mit welchem Kylie Minogue-Song läufst du ein? Ich laufe nicht mit Kylie Minogue ein, sondern wie immer mit Reggae. Sehr schön. Dann gehören die letzten Worte dir. Zieht euch meinen Fight in Australien rein, UFC 193. Wahrscheinlich werde ich ausgebuht werden, weil ich vor 70.000 Zuschauern in Australien gegen Australier kämpfe. Falls ihr den Weg nach Australien schafft, dann schreit so laut ihr könnt, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Ansonsten habt einen schönen Tag. Danke fürs Interview, Peter. Danke. Alles gut.